Hey, was soll denn das? Warum ist es denn so dunkel? Ach so. Eieieiei. Wolken? Das gibt's doch gar nicht. Das im Rundfunk hatten sie... Wir hatten doch gesagt, es wird schön. Na sowas, wenn man schon mal baden will. Na komm, Sticky. Extra angesagt, schönes Wetter. Und was gibt's? Regen. Sowas. Mal wieder drauf reingefallen. Ne? Typisch. Heute Morgen war der Himmel blau. Blauer ging's gar nicht. Die Sonne schien. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Mit dem Sonnenbaden wird's wieder nichts. Ach, wen haben wir denn da? Ein Frosch. Ein Laubfrosch sogar. Diese Hüpferlinge gibt's bei uns kaum noch, denn die brauchen stille, feuchte Plätze. Aber wir haben ja alles zugepflastert mit Straßen und mit Häusern. Und diese Frösche können was ganz Besonderes. Sie können nämlich das Wetter vorhersagen. Der Wetterfrosch im Glas, das ist der hier. Wetterfrosch. Mein lieber Frosch, das hier, das hättest du mir auch vorher sagen können. Du hast doch gewusst, dass es Regen geben würde, ne? Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Nee, Moment. Ich hab da eine Idee. Ich könnte doch für ihn sorgen und er sagt mir, wie das Wetter wird. Hm? Ja genau, dann kann mir sowas wie heute nicht mehr passieren. Ich nehme ihn mit. Bleibst du drin. Eieiei, jetzt wird's aber auch sehr ungemütlich. Es könnte sein, dass jemand immer noch nicht weiß, wie ein Wetterfrosch funktioniert. Oder wie man ihn benutzt. Na? Das ist ganz einfach. Man setzt den Frosch in ein Glas. Habe ich schon. Zusammen mit einem kleinen Leiterchen. Das ist gleich fertig. So. Also zusammen mit so einem Leiterchen. Jetzt wird der Frosch sich natürlich irgendwo hinsetzen auf der Leiter. Und es ist jetzt wichtig, ihn zu beobachten, wohin setzt er sich. Sitzt er hier, bedeutet das Wetter wird schlecht. Klettert er hoch, heißt das Wetter wird gut. Also ganz einfach, Frosch unten, Wetter schlecht, Frosch oben, Wetter gut. Sehr verlässlich. Und nicht so kompliziert wie diese Wettervorhersagen im Fernsehen. Es ist gerade soweit. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wer besser ist. Der Frosch oder das Fernsehen? Über die Aussichten für morgen informiert Sie Diplom-Meteorologe Dr. Mann. Und nun, meine Damen und Herren, das Wetter. Eine nordatlantische Tiefdruckstörung erreicht mit ihren Ausläufern Mitteleuropa. Gleichzeitig nähert sich von Osten eine Warmluftfront. Diese Warmluftfront wird dann im... Nanu, hab ich vergessen. Das sind die Kreide. Naja, diese Warmluftfront etwa hier... Nein, mehr hier. Na, jedenfalls kam sie von rechts, das weiß ich noch. Diese Warmluftfront zieht im Verlaufe des Abends hier herüber. Nein, wenn der Wind von Norden kommt. Also von hier, dann wird die Warmluftfront mit ihren Ausläufern... Oder kam der Wind von da? Nein, das war gestern. Meine Notiz. Meine Damen und Herren, das Wetter bleibt verändert. Guten Abend. Wie wird denn nur das Wetter? Er hat es nicht gewusst. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, was unser Frosch sagt. Na, komm. Ja. Hoppla, hier geblieben. So, hinein mit dir. Mhm. Dazu die Leiter. So, und ein Deckel. Mhm. So. Nun sag mal was. Da, er hat sich bewegt. Er geht nach oben. Er zeigt was an. Er sitzt oben. Hm. Und das bedeutet gutes Wetter. Gutes Wetter? Na, ich weiß nicht. Das kommt aber nicht gutes. Hey, die Sonne. Die Sonne kommt raus. Frosch, das war dein Meisterstück. Großartig.
Du weißt besser Bescheid als der vom Fernsehen. Jetzt nie wieder die bange Frage, wie wird das Wetter morgen? Ich weiß Bescheid, ich hab den Frosch. Ne? Ja, Frosch, 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 das klingt so trocken, ne? Man müsste ihm einen Namen geben. Friedrich. Ja, Friedrich Frosch. Das ist viel besser. Hallo, Friedrich Frosch. Da kommt mir noch eine Idee. Ich weiß zwar jetzt immer, wie das Wetter wird, aber die anderen Leute nicht. Da könnte man doch... Ja, das mache ich. Ich lag am Strand und sonnte mich und neben mir im Gras. Da saß ein Frosch und freute sich, der wusste, es wird nass. Nicht gefragt und deshalb hat er mir nichts gesagt von Regen und Feuchtigkeit. Ja, Friedrich Frosch, der weiß Bescheid. Damit das nicht nochmal passiert, nahm ich ihn mit nach Haus. Mit Wetter, Wind und Wolkenbruch kennt er sich nämlich aus. Da hüpft er munter auf seiner Leiter rauf und runter und sagt mir an, ob's morgen schneit. Ja, Friedrich Frosch, der weiß Bescheid. Soll ich mir einen Mantel kaufen oder nur ein Hemd? Wird es regnen, wird es hageln oder ob die Sonne brennt? Wetter gibt es ja so viele. Kalte, nasse, warme. Kühle. Ob dicker Pelz, ob Sommerkleid? Fragt Friedrich Frosch, der weiß Bescheid. Auch andere Leute hätten gerne so ein grünes Tier. Doch ich werd Friedrich nicht verborgen. Nein, der Frosch bleibt hier. Wir gründen jetzt, das find ich gut, das Meteorologische Institut. Dann kommen sie von nah und weit, denn Friedrich Frosch, der weiß Bescheid. So, Sommer ist eröffnet. Die Kunden können kommen. Ja. Naja, das muss ich erst mal herumsprechen, ne? Dass es hier die besten Wettervorhersagen gibt. Naja. Ist es nicht seltsam, dass es überhaupt verschiedene Wetter gibt? Es muss mit der Sonne zusammenhängen. Denn schließlich kommt ja von der Sonne die ganze Wärme. Aber warum ist es dann im Sommer wärmer als im Winter? Ist doch immer dieselbe Sonne. Tja, aber sie macht ganz verschiedene Wege am Himmel. Im Sommer läuft die Sonne einen hohen Bogen am Himmel lang und mittags steht sie ungefähr direkt über dem Kopf. Das sieht so aus. Ja. Das hier, das bin mal ich. So, und das hier ist die Sonne. Im Sommer also läuft sie so über den Himmel und steht mittags direkt über dem Männlein. Da steht das Männlein also und ist hell erleuchtet und schwitzt und schwitzt. Aber wie sieht's denn im Winter aus? Im Winter läuft die Sonne ja doch nur so einen flachen, müden Bogen am Himmel lang. Das wollen wir mal machen. Hier ist die Sonne, es ist Winter. Aber ihr seht schon, der Lichtfleck hier ist viel dunkler als im Sommer. Da steht das arme Männlein im Winter und friert. Tja, die Sonne hat also was mit dem Wettermachen zu tun. Na, wo seid ihr denn? Was ist denn das? Nebel? Und so plötzlich? Friedrich Frosch hat mich überhaupt nicht gewarnt. Was war denn das? Himmeltrude, was ist denn da passiert? Wo willst du mit dem ganzen Zeug hin? Na, baden wollte ich gehen. Sah doch vorhin so schön aus. Außerdem wollte ich dich abholen. Aber jetzt bei dem Nebel? Ach, Kopf hoch, Trude, das kann ja aufreißen. Vielleicht gibt's doch noch ein schönes Badewetter. Vielleicht.
Vielleicht auch nicht. Das lässt sich leicht feststellen. Da, du musst mich nur fragen. Ein meteorologisches Institut bist du jetzt. Mhm. Wer ist denn Friedrich Frosch? Der Obermeteorologe. Darf ich vorstellen? Gleich wissen wir mehr. Ein Frosch? Na, was heißt hier Frosch? Das ist ein Wetterexperte. Und er sagt, ja, es wird schön. Du kannst baden gehen. Was? Ja? Meinst du wirklich, der Frosch kann irgendwie... Aber ja, Friedrich Frosch irrt sich nie. Ja. Sieh mal, der Nebel ist schon dünner. Geh ruhig an den Strand. Ich kann bloß nicht mitkommen. Ich muss ja in der Firma bleiben. Mhm. Naja, wenn er meint. Tschüss, Trude. Viel Spaß. Tschüss. Aber eigentlich ist Nebel auch schön. Jedes Wetter ist schön, auch Wolken. Und davon gibt's ja so viele verschiedene. Helle, dünne und dunkle, dicke. Das sind Gewitterwolken, gleich Donners. Schäfchenwolken, auch hübsch. Und dann natürlich die Haufenwolken. Wenn man da lange genug hinsieht, werden sie zu Teddybären oder Drachen oder Krokodilen. Toll, nicht? So viele verschiedene Wolken gibt es und alle sind aus Wasser. Und wie bitteschön kommt das Wasser nach oben? Na, der Nachbar. Sie haben ein Schild gelesen, ne? Ja, das habe ich. Ich will auch eine Auskunft. Aha. Aber erstmal will ich wissen, wie kommt das Wasser nach oben in die Wolken? Ich meine, da gibt es doch keine Wasserleitung. Das ist auch gar nicht nötig. Das Wasser steigt von alleine nach oben. Aus Flüssen, aus Seen, aus den Bäumen, sogar aus dem Gras. Was? Aus dem Gras kommt Wasser? Ja, nee, passen Sie mal auf. Es verdunstet nämlich. Ich habe hier ein Wasserglas. Trocken und leer. Hm? Das wird sich gleich ändern. Gras ist ja immer ein bisschen feucht. Hm? Und Feuchtigkeit ist Wasserdampf. Den kann man nicht sehen, aber der ist überall. Auch da drin. Hm? Und wenn er jetzt ans kalte Glas kommt, dann wird er wieder zu Wasser. Zu kleinen Wassertröpfchen. Da, sehen Sie? Hm? Ja. Ja, und dasselbe passiert auch oben am Himmel. Da oben ist es ja kälter als hier unten. Und der Wasserdampf da wird auch zu kleinen Wassertröpfchen, zu einer Wolke. Und wenn es dann noch kälter wird, dann werden die Wassertröpfchen immer dicker und dann fallen sie runter. Was, die fallen runter? Na, dann regnet's. Ja, das verstehe ich. Aber sagen Sie, wie ist das mit dem Wind? Oh, der Wind. Der Wind spielt auch eine große Rolle beim Wettermachen. Der Wind ist ja bewegte Luft. Ja, das weiß ich. Aber was meinen Sie? Bleibt es heute windstill oder nicht? Ach so. Ich meine, Sie müssen es ja wissen, Ihr Schild. Nein, natürlich weiß ich das. Das heißt, der Friedrich Frosch weiß es. Es ist nämlich so, wegen meiner Bäumchen, die will ich einpflanzen. Und ja, da brauche ich es in der nächsten Zeit. Windstill und nicht zu heiß. Ah ja. Ah ja, dann graben Sie schon mal. Friedrich Frosch prophezeit, wechselnd bewölkt und windstill. Ja. Ach, klasse! Ihr Frosch ist unbezahlbar. Ja. Also dann werde ich mal. Tschüss, Herr Lustig. Tschüss, Herr Nachbar. Naja, so sicher war ich mir da nicht mit dem Wind. Friedrich ist da etwas undeutlich. Hm? Naja, mal sehen, was das Fernsehen sagt. Über die Aussichten für morgen informiert Sie Diplom-Meteorologe Dr. Mann. Meine Damen und Herren, unser heutiges Wetterbild wird geprägt durch dieses Tiefdruckgebiet, das von den Azoren langsam nach Deutschland wandern wird. Und morgen Deutschland, die andere Karte bitte. Die zweite Karte bitte. Es wird eine breite Regenfront sich bis zu den Alpen erstrecken, während im Osten
Das Wetter bleibt weiterhin veränderlich. Tja, wieder nix. Ja, was ist denn nun mit dem Wind oder mit der Luft? Denn das ist ja dasselbe. Wind ist Luft, die sich bewegt von irgendwoher nach irgendwohin. Aber warum macht sie das? Nun, ganz einfach. Machen wir uns mal eine schöne Landschaft. Berge, Hügel und ein Meer. Ja, so. Eine Sonne kommt noch dazu, die wärmt das Ganze. Zuerst werden die Hügel warm und die warme Luft über den Hügeln steigt nach oben. Warme Luft steigt immer nach oben. Aber jetzt gibt's über den Hügeln ein Luftloch. Das darf nicht sein. Also strömt Luft vom Meer her heran und füllt das Luftloch. Nun muss man wissen, das Meer ist jetzt noch kälter als das Land. Und deshalb gibt's einen Luftkreislauf. Über dem Wasser kühlt sich die Luft ab, fällt nach unten und weht jetzt zum Land hin. Denn da muss sie ja ein Luftloch stopfen. Und bevor sie warm wieder nach oben steigt, kann sie noch eine Windmühle drehen. Abends aber, wenn die Sonne untergeht, sieht die Sache ganz anders aus. Das Meer hat sich jetzt so richtig aufgeheizt. Es ist wärmer als das Land. Also steigt die warme Luft über dem Wasser nach oben. Und kühler Wind kommt vom Land her, um das Luftloch zu stopfen. Es weht Landwind. Es hängt also von der Sonne ab und von der Landschaft, woher der Wind weht. Oder ob er überhaupt weht. Ganz schön kompliziert. Deshalb ist es ja so schwierig, vorherzusagen, das Wetter. Hm? Nur für einen nicht. Nicht für Friedrich Frosch. Immerhin hatten wir schon zwei zufriedene Kunden. Und da kommt der dritte. Ah, Sie sind ein Surfer. Woher wissen Sie das? Tja. Naja, egal. Ich brauche eine Wettervorhersage. Wie wird's denn so heute Nachmittag? Ich gehe nämlich nur raus, wenn es schön warm ist. Und ein ordentlicher Wind muss wehen. Aber nicht zu stark. Fragen Sie ihn. Da sitzt der Meteorologe. Wie fragen? Na, auf welcher Sprosse sitzt er? Zählen Sie mal. 1, 2, 3. Er sitzt auf Sprosse 3. Aha, 3. Dann gehen Sie nur surfen. Denn das bedeutet schöne, leichte Brise. Ganz ideal für einen Surfer. Fantastischer Frosch, dann gehe ich surfen. Dankeschön. Bitte, bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Ist doch komisch, ne? Jeder möchte ein anderes Wetter. Aber so richtig zufrieden ist keiner. Ich kannte mal einen, der hat sich das Wetter selber gemacht. Aber zufrieden war der auch nicht. In einem wunderlichen Häuschen, mitten in einem wunderlichen Garten, lebte einmal ein wunderlicher Mensch. Ein Erfinder. Er baute wunderliche Maschinen. Zum Beispiel Maschinen, die Bilder malten. Oder Maschinen, die Musik machten. Für jedes Problem hatte er eine Maschine. Nur für eins nicht. Fürs Wetter. Das Wetter war ihm ein ewiges Ärgernis. Nie war er zufrieden. Im Frühling war es ihm zu windig und nicht warm genug. Im Sommer war es ihm zu heiß. Im Herbst zu nass und zu stürmisch. Und im Winter zu kalt. Immer hatte er was zu meckern. Eines Tages sagte er sich deshalb, wozu bin ich ein Erfinder? Ich werde mir eine Wettermaschine bauen und damit mache ich mir mein Wetter selber. Und dann fing er an. Er hämmerte und schraubte und sägte und schweißte. Und nach 7 Jahren war die Maschine fertig. Jetzt hatte der Erfinder das Wetter in der Hand. An bitterkalten Wintertagen ließ er einfach die Sonne scheinen. Mitten im Sommer konnte er mit Schneebällen werfen, wenn ihm danach zumute war. Und zu Silvester machte er sich ein Gewitter, um das Feuerwerk zu sparen. Eines Tages jedoch, im Frühling, machte er eine seltsame Entdeckung. Er saß im Garten und hörte keinen Vogel mehr. Und ihm fiel auf, dass die Bäume kahl waren. Mitten im Mai. Nirgendwo blühten Blumen. Es gab keine Bienen und keine Käfer. Das musste mit seiner Maschine zusammenhängen. Natürlich. Die Pflanzen und die Tiere
brauchen ja ein ganz anderes Wetter, als es die Maschine gemacht hatte. Sie brauchten die Kälte im Winter, den Regen im April, die heiße Sonne im Sommer und den Wind im Herbst. Diese dumme Maschine, fluchte der Erfinder und trat mit aller Wucht und voller Zorn gegen die empfindliche Elektronik. Das hätte er nicht tun sollen. Die Maschine konnte doch nichts dafür. Und jetzt war sie wohl kaputt gegangen. Sie begann jedenfalls blitzschnell Kälte und Schnee zu produzieren. Im Nu hatte sie aus ihm einen steif gefrorenen Schneemann gemacht. Und der steht heute noch in seinem kahlen Garten. Die Maschine ist zufrieden. Sie hat nur das getan, was alle Maschinen tun. Sie hat gemacht, was man ihr sagte. Eieieiei. Davon hat Friedrich Frosch nichts gesagt. Oh, der Baum kam mir so bekannt vor. Das gibt Ärger. Windstill? Das nennen Sie windstill? Sehen Sie sich mal die armen Bäumchen an, Sie und Ihre meteorologischen Sprüche. Und Ihren Frosch, den können Sie verkaufen. Nein. Oder am besten Sie braten ihn in Knoblauch. Ja, findest du, dass das Badewetter ist? Schickst mich zum Strand nur, weil ein komischer Frosch sagt, es wird schön. Und was passiert? Mein Schlauchboot weg. Und überhaupt keine Sonne. Weißt du, ein schönes meteorologisches Institut bist du mir. Ja, aber der leichte Brise, ein Orkan ist das. Wer soll sich denn da auf dem Brett halten? Hätte ich bloß nicht auf Sie gehört, dann wäre mein Mast noch ganz. Ach, ja. Tut mir aber leid. Na, aber, ja. Ja, Friedrich hat das gesagt. Der ist der Wetterfrosch. Und der irrt sich. Also normalerweise irrt er sich nicht. Der hat sich aber geirrt. Ein ja, Frosch sieht das doch auch nicht. Haben Sie denn wenigstens ein Thermometer in Ihrem meteorologischen Institut? Oder ein Barometer? Oder ein Hygrometer oder ein Wetterradar? Eben. Nee, ja. Nicht. Dann gehen Sie mal in ein richtiges meteorologisches Institut. Da können Sie noch was lernen. Ja. Ja, gut. Geh ich mal hin. Ja, mach das. Ja, machen Sie das mal. Ich hab's schon von der Straße aus erkannt. Das meteorologische Institut, schweres Wort. Weil die nämlich so seltsame Geräte hier im Garten stehen haben. Und das sind alles Messgeräte. Die müssen ja viel messen. Das hier ist ein Regenmesser, das weiß ich. Das regnet hier oben rein. Und gestern hat es ziemlich viel geregnet. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie viel. Das muss doch hier aufgehen. Ja. Der Regen fällt da rein in diese Kanne hier. Aha. Ja, ist was drin. Und jetzt muss man das Ganze hier reinschütten. Wollen wir mal sehen. Ja. Und jetzt kann man es hier nämlich ablesen. Es hat geregnet gestern. 2 Liter pro Quadratmeter steht hier. Das wären also ungefähr 2 Milchtüten voll Regen auf so eine Fläche, nicht? Oh, guten Tag. Schönen guten Tag. Machen Sie das Wetter hier? Nein, wir messen hier nur den Regen, wie Sie freundlicherweise das für uns machen. Och, das interessiert mich halt. Und Sie messen und wissen dann ungefähr, wie es Wetter wird? Nicht direkt, wir müssen noch viel mehr messen. Ja. Temperatur zum Beispiel. Ach, kann man das mal sehen? Aber natürlich. Ah ja, Thermometer. Aber warum denn so viele? Wir müssen verschiedene Temperaturen messen. Die augenblickliche Temperatur, die Höchsttemperatur, die Tiefsttemperatur. Ah ja, logisch. Und den Wind, messen Sie den auch? Den müssen wir auch messen. Dort oben auf dem Dach sind die Windmesser. Ah ja, die Schäufelchen. Richtig. Und wenn Sie nun alles gemessen haben, den Wind, den Regen und die Temperatur, dann wissen Sie aber, wie es Wetter wird. Oh nein, durchaus nicht. Da müssen Sie bitte mit ins Haus kommen. Ja, gerne. Dies ist der Funk- und Fernschreibraum mit Fernschreibgeräten und Bildfunkgeräten, die die Wettermeldungen rund um die Erde bringen. Aha, Ihre Kollegen überall auf der Welt, die messen auch und senden das hierher und Sie haben schon auch. Wir können hier nachlesen, was überall an Wetter ist. Mein Institut ist inzwischen auch moderner geworden. Ich habe was gelernt. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Wetterhäuschen. Das misst den Wasserdampf in der Luft, die Luftfeuchtigkeit. Und dann habe ich noch ein Thermometer, das ist klar, und ein Barometer hier unten. Mit dem Barometer messe ich, wie dicht die Luft gepackt ist, den Luftdruck. Und wenn der niedrig ist, heißt das, es ist ein Tief, so eine Art Luftloch. Dann kommen vielleicht Winde, womöglich Feuchte, und das Wetter wird
so wackelig. Aber heute, ja, haben wir einen hohen Luftdruck. Ein Hoch. Und das heißt, es ist schön und es bleibt schön. Naja, dann weiß man doch, nicht? Es ist auch leichter abzulesen als so ein Wetterfrosch. Was sagt denn eigentlich unsere Konkurrenz? Ja? Es ist gerade so weit. Aussichten für morgen informiert Sie Diplom-Meteorologe Dr. Mann. Meine Damen und Herren, unsere heutige Bodenwetterkarte zeigt uns ein kräftiges Tief über England, das in den nächsten Tagen unser Wetter bestimmen wird. Dieses Wetter wird nun... Moment. Also, wo haben wir denn? Jedenfalls werden wir in den nächsten 24 Stunden... dieses Hoch ist allerdings... Nein, das ich glaube hier. Dieses ist dann unser nächstes in den 24 Stunden befinden. Nein. Dieses Tief wird von den... Nein, die Azoren... Ja, in den nächsten Tagen werden wir jedenfalls veränderliches Wetter haben. Guten Abend. Veränderlich. Also ich sage, das Wetter bleibt gut. Und der Friedrich Frosch, was meint denn der? Hm? Ganz unten? Schlechtes Wetter? Ich glaube ihm nicht mehr so richtig. Meine Instrumente sagen, das Wetter bleibt gut. Kunden kommen nicht. Ich gehe baden. Mein lieber Frosch und Partner, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Denn ich kann inzwischen das Wetter selber vorhersagen. Und zwar besser als du. Du sitzt schon wieder falsch, siehst du, nämlich unten. Und das Wetter ist gut. Also, ich glaube, das Beste ist, du gehst zurück ins Schiff. Komm. Ja, na, wo bist du denn? So. Auf in die Freiheit. Hopp. Tschüss, Friedrich. Mach's gut. Und danke fürs Mitmachen. So. Wieder drauf reingefallen. Und Friedrich Frosch hatte doch recht. Ja, ich glaube, eine Menge Tiere wissen mehr über das Wetter als die Instrumente der Meteorologen. Ja, man muss sie nur richtig ablesen, die Tiere. Ja. Wenn man sie ein bisschen studiert, dann weiß man Bescheid. Bleib bloß in der Stube und abschalten. Abschalten!